Mannschaft der Firma Düsseldorf. Ein herzlichen Glückwunsch unserer Mannschaft für einen grandiosen Aufstieg, für eine grandiose Saison, die wir erlebt haben mit Höhen und Tiefen. Aber das war eine tolle Mannschaft, die gezeigt hat, wie man spielen kann, wenn man zusammensteht, erfolgreich sein kann. Herzlichen Glückwunsch. Wir alle, die Landeshauptstadt Düsseldorf, ist stolz auf Fortuna Düsseldorf und seine Mannschaft. Ich wollte mich einfach nur bei euch bedanken. Ihr habt uns auch in der schwierigen Phase in der Rückrunde immer unterstützt. Ihr seid nach Berlin gekommen mit Tausenden von Leuten. Und gestern, das war natürlich der absolute Hammer. Und was da in der Nachspielzeit passiert ist, da macht man euch keinen Vorwurf. Und wir haben alles richtig gemacht und wir haben es geschafft. Ich freue mich einfach riesig. Dankeschön. Liebe kennt keine Liga und trotzdem haben wir es geschafft. Wir spielen jetzt in der ersten Fußball-Bundesliga und das haben wir natürlich auch unserem Cheftrainer zu verdanken. Hier ist Norbert! Das singe ich aber jetzt nicht mit. Es ist immer schwer, wenn man nach einer Legende kurz was sagen soll wie Lumpi Lambert. Von der Oberliga in die erste Liga hat noch keiner geschafft. Und wird auch nie wieder einer schaffen. Also das haben wir vorher. Ich möchte mich auch bei euch bedanken und ich war erschrocken, wenn ich heute Morgen alles im Fernsehen, in den Medien habe lesen können, dass wir gewaltbereite Fans kurz vor Schluss auf den Rasen geschickt haben. Das waren friedliche Leute, die mit der Mannschaft feiern wollten und nichts anderes. Und ich finde, wir haben die Berliner in zwei Spielen sportlich sehr besiegt und das sollte man anerkennen. Freuen wir uns alle auf das geile Abenteuer Erste Liga. Danke! An uns richten, Vorstandsvorsitzender Peter Friemuth. Liebe Fortuna-Familie, wir haben es geschafft. Viele, die hier unter uns sind, haben es erlebt, was es bedeutet, in der nahen Nachbarschaft die Spiele auszutragen. Ich will die Vereine nicht nennen, jetzt sind es andere Vereine. Wir bleiben in der Nachbarschaft. Wir haben tolle Paarungen, auf die freuen wir uns. Mit eurer Unterstützung gehen wir diese Aufgabe an. Auf geht's, Fortuna! Einfach alle zu uns, jeder, der nach und nach zukommt. Erste Mal zum Torschützen. Der Torschütze zum 1-0 hier ist Maximilian. Was bist du da? Ja, ich habe gestern ja schon ein paar Worte losgelassen. Ich kann einfach nur Danke sagen an die ganze Stadt, an die ganzen Fans, den Verein, was hier die zwei Jahre los war. Unglaublich. Ich glaube, das ist der grüne Abschluss. Ich kann mit der Hoffnung auf das nach Hamburg zurückkehren. Also mal vielen Dank, allen Respekt.
Und ich hoffe, die Fortuna wird auch nächstes Jahr in der ersten Liga. Ich suche aus, ich nehme unsere Nummer 7, Molina! Habt ihr das gehört? Hey Jungs, danke für die geile Saison, einfach für eure Unterstützung. Man kann es nicht oft genug erwähnen, aber ohne euch hätten wir den Karren da nie rausgezogen. Danke. Aber ihr habt uns geholfen. Danke! Und jetzt gehe ich hier rein. Jetzt hat er mich hinten versteckt. Wo ist er? Bahnt sich seinen Weg zu uns. Hier ist für euch Asani! So, liebe Fans, ich möchte mich bei euch bedanken. Wir sind hier. Es ist ein unglaublicher Verein. Es macht einfach einen riesen Spaß hier zu spielen und was wir in dieser Zeit hier geschafft haben, ist unglaublich. Und ich danke euch trotzdem, dass ihr mich versehen habt, obwohl ich da beim anderen Seite unterschrieben habe. Und noch geschrieben werde, das werden wir jetzt nochmal gucken und das werden wir nachher hier nochmal berichten. Also ihr könnt euch drauf verlassen, wir tun unser Möglichstes, aber es wird ganz, ganz schwer. Also, ich verspreche euch, ich habe noch bei keinem anderen Verein unterschrieben. Und wir werden uns nochmal in aller Ruhe zusammensetzen und ich werde mir alles anhören und dazu kommt auch einfach noch, dass ich mich hier übertrieben wohlfühle. Und müssen wir gucken, was da rauskommt. Ich möchte jetzt nichts machen, was mein Video ist. Dann lass einfach dein Herz entscheiden. Und jetzt kommt der Mann zu uns, der gestern, ja wie so ein Dummerzell Männchen, im Innenraum hin und her gerannt ist, besonders als dann doch noch der Ausgleich fiel. Er wollte es noch nicht so richtig wahrhaben, aber jetzt weiß er, was passiert ist. Hier ist für euch Paul Giger! Herr Ander, er hat es angesprochen. Also eins ist mal klar und dagegen wehren wir uns. Ihr habt zwar im Innenraum nichts zu suchen, aber keiner war aggressiv, keiner war böse. Es war Freude pur. Und wenn die in Dortmund ihre Meister feiern, dann sagt auch keiner diese bösen Aggressiv, vor uns wird keiner Todesangst haben. Das ist eine ganz klare Sache.
Und die 7 Minuten Nachspielzeit, die haben wir auch nicht zu verantworten. Das waren nämlich die Leuchtkörper im Berliner Block. Also von daher, ihr Lieben, ich habe mir vor 17 Jahren vorgenommen, hier auf dem Balkon bin ich nur dann, wenn wir nochmal aufsteigen. Das haben wir heute geschafft in die erste Liga. Jetzt darf ich mal wieder den Balkon betreten.